Hi Leute, momentan ist ja Vorabzugang zu Suicide Squad Killer Justice League. Wir hatten das Game jetzt schon die letzten Tage im Stream. Mein Hals, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht zu arg. Heute im Video möchten wir allerdings auf das eingehen, was momentan noch so im Netz kursiert, nämlich erste Wertungen zu diesem Game. Was sagt Metacritic momentan und was geben manche User Reviews her? Und als ich mir das jetzt vorhin reingezogen habe in Vorbereitung auf dieses Video, ich schnall ab wirklich und langsam steigt hier der Pegel deutlich. Ja, ich sag euch auch gleich warum, weil ich habe was entdeckt und es geht mir langsam wirklich auf die Nerven. Sei es hin oder her, wie man das Spiel findet, konstruktive Kritik, alles wunderbar, darf man machen, soll man machen, Vorabzugang, Probleme mit Wartungsarbeiten, unvorhergesehen, darf man alles kritisieren, alles schön und recht. Aber manche Sachen, die hier abgehen, das hängt mir langsam wirklich zum Hals raus und es nervt mich einfach als Content Creator auch durchs Netz zu gehen, weil ich natürlich auch Videos drüber mache und dann sowas vorgesetzt zu bekommen. Aber wir steigen jetzt ein und gucken uns das zusammen an. Mal ganz abgesehen natürlich, dass die Presse allgemein ein bisschen Mimimi gemacht hat, weil sie keine Review-Codes bekommen haben. Ich weiß, ich habe unten auch Feedback bekommen, dass es nicht gut ist, dass ich sage, in dem Kontext hätten sie eigentlich, finde ich, eine Berechtigung auch, warum sollten sie den Vorab-Keys geben, wenn die Presse so einen Murks gemacht hat bei diesem Preview-Event, weil ich finde nicht, dass die Berichterstattung gut war für so ein aufwendiges und teures Presse-Event. Aber gut, darüber kann man sich streiten. Wer lieber meint, dass so eine Presse sich alles erlauben darf und so rumschreiben darf und unausgewogen berichten darf oder sich gar keine große Mühe gibt oder ein Game nach 5 Stunden schon kaputt redet, ohne erstmal zögerlich zu sein und zu sagen, wartet erstmal ab, bis wir ein vollständiges Review haben, sondern sofort feuerfrei und voll drauf. Wenn ihr das fair findet, okay, dann machen wir einfach so weiter. Was ich jetzt halt gesehen habe, und das schließt eigentlich an sowas an, ist allgemein die Einstellung bei den Leuten. Wir haben hier ja eine Stunde und 1,8 Hours, also da brauchen wir jetzt nicht direkt drüber reden, ja. Aber was ich zum Beispiel jetzt gesehen habe, und das ist hier von diesem Rootsy, one of the worst endings to such a beloved trilogy. Es ist kein Ending einer Trilogie zum 50.000. Mal, ja. Es ist kein Batman Arkham Game. Es spielt nur nach den Arkham Games. A disrespectful ending to Arkham Batman's legacy. Und da höre ich jetzt auch schon auf, weil dieser Typ sich quasi als absoluter Fan und Kevin Conroys Stimme und dies und das und dann in seinem Review das Spiel spoilert. Für alle, die dieses Review von ihm gerade lesen. Und das finde ich einfach nur zum Kotzen, sowas zu machen. Dann äußerst du dich quasi als jemand, der sehr viel an der Story hängt und sehr viel auf die Charaktere gibt, aber gleichzeitig einen Ultra-Fick drauf gibst, was irgendwelche anderen Leute vielleicht von dem Spiel sehen möchten oder dass die Story einfach für sich erleben wollen. Ist dir scheißegal, Hauptsache du hast wieder deine Meinung rausgefurzt irgendwo. Das ist nur ein Beispiel, denn unten geht's auch gleich weiter hier mit dem nächsten und da unten folgt dann schon wieder der nächste. Die machen alle das Gleiche, die spoilern alle das Game hoch 10, ja, und wer sich sowas durchliest, hat also sofort eigentlich sämtliche Freude, sämtliche Spannung für die Story verloren, weil er genau weiß, was zum Beispiel mit Batman passiert. Und ich bin deswegen ein bisschen angepisst, muss ich jetzt auch sagen, weil ich es jetzt schon wieder bekommen habe. Ich wurde schon wieder gespoilert zum was weiß ich wievielsten Mal. Und ich will einfach nur euch natürlich auch einen Überblick geben, was momentan über das Game berichtet wird. Aber dafür muss ich in Kauf nehmen, dass ich fett gespoilert werde, einfach von Leuten, die sagen, dass Rocksteady oder dieses Spiel disrespectful wäre. Ich finde das dann auch disrespectful von ihnen selbst. Also einfach mal, finde ich, in den Spiegel schauen und mal drüber überlegen, wie man hier einfach durchs Netz zieht und was man anderen Leuten dann auch hier irgendwie mega mies reindrückt irgendwo. Wir gehen jetzt aber weiter zum Metacritic, ja? Und hier haben wir noch keine Wertung, also es ist noch to be determined. Es sind bis jetzt 5 Reviews da. Ich halte das Thema auch mal fest. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 1. Februar und es ist momentan hier bei mir 10.50 Uhr. Bedeutet, diese Leute, die jetzt hier schon Reviews veröffentlicht haben, egal ob gut oder schlecht, kann man hier schon mal sagen, dass die nicht viel mehr Zeit hatten als 2 Tage, um dieses Spiel zu testen und zu reviewen. Also niemand hat sich hier großartig Zeit gelassen für das Game, das Endgame großartig zu erkunden, einen Langzeittest auch dazu zu machen. Das Einzige, was hier passiert ist, so schnell wie möglich die Story durchrocken, die irgendwas zwischen 10 und 20 Stunden ist. Die meisten sagen jetzt momentan 12 Stunden Story.
und danach ein Review dazu zu machen, zu einem Live-Service-Game, zu einem Loot-Shooter-Game, was eigentlich auch einen großen Teil vom Endgame eigentlich bewertet haben müsste. Ja, weil das ist ein großer Teil. Wie ist die Motivation im Endgame? Das ist für Loot-Shooter-Spieler eine Sache. Wenn man jetzt so reviewt, würde ich mal sagen, reviewt man ein Singleplayer-Game mit einer abgeschlossenen Story. Sowas, wie ich letztes Mal ein Beispiel gebracht habe von Evil West. Da kann man die Mission durchrocken in 12 Stunden und dann kann man ein Review drüber machen, weil nach 12 Stunden ist das Ding auch durch. Anscheinend blicken sie das nicht oder es ist ihnen egal, Hauptsache sind die ersten bei Metacritic. Hier haben wir einen so einen Bericht, der ist jetzt in Metacritic schon drin. Das ist eine spanische Seite, glaube ich. Ich habe das jetzt mal sporadisch einfach über den Browser auf Deutsch übersetzen lassen. Und wir gucken uns einfach mal kurz an. Also hier 4 von 10. Also ja, schon ziemlich schlecht, ne? Die Geschichte dürfte am interessantesten sein, wird so in etwa gesagt, die Ausstrahlung der Charaktere ist sehr gut, also was Mimik und Gestik angeht, wie die inszeniert werden, das wird gelobt und allgemein ein gutes Gameplay, wiederholt bis zum Überdruss, gut, ja, Loot-Shooter, ne? Schade, unauffällige Nebenmissionen, also dass die Nebenmissionen nichts Besonderes sind, machen anscheinend teilweise Fehler von Marvel's Avengers, teilweise faire Leistung, das habe ich jetzt nicht ganz begriffen, ist wahrscheinlich aber ein Übersetzungsproblem und permanente Inhaltsverbindung zum Spielen, das soll ja als Update kommen, dass es nicht mehr notwendig ist. Und wer übrigens nicht mit anderen Leuten zusammenspielen möchte, sondern nur mit Bots spielt, der braucht ja gar kein PlayStation Plus oder Xbox Gold. Also das ist, wird aber auch meistens, glaube ich, einfach gekonnt übersehen, einfach weil man es gar nicht als positiv hervorheben möchte. Andere Spiele machen das und dann wird es dann da kritisiert. Hier macht es das Spiel nicht, gelobt wird es dann aber auch nicht. Also es ist halt so eine Sache. Was ich allgemein mitbekomme zum Spiel in letzter Zeit, finde ich einfach nicht besonders ausgewogen und einfach ziemlich schade, dass man auch die positiven Aspekte gar nicht so krass hervorhebt. Ja, cinematische Grafik und Präsentation sozusagen, fantastische Voice-Acting-Performances, das ist da wenigstens mal was. Und tolle Chemie zwischen den Squad-Members, ich finde, das haben sie auch toll gemacht. Und diese einzigartigen Movement-Mechaniken sind toll, ich finde es schön, dass das mal hervorgehoben wird. Die Geschichte ist ansprechend, Easter Eggs und so weiter sind da. Dann Terrible Ending, especially for Arkham's Batman. Da kommt halt dann wieder das Ding mit rein, ja. Ein Teil, wo ich mich einfach frage, ich habe es letztens im Stream auch schon gesagt, das Spiel heißt Suicide Squad Kill the Justice League. Kill the Justice League. Kill the Justice League. Wer den Translator dafür braucht und sich wundert an einem einfach, anscheinend ist es ja so, was habt ihr erwartet? Also ich spoilere jetzt nichts, ich weiß es selber auch noch nicht, beziehungsweise ich wurde ja schon gespoilert, ich spoilere euch jetzt aber nicht, aber es könnte sein, dass man die Justice League killen soll, muss, ob es passiert, wer weiß. Aber hey, möglich wäre es ja vielleicht, wenn der Titel so heißt. Anscheinend ist das vielen nicht klar gewesen. Repetitives Gameplay, ja, genau das hat halt ein Loot-Shooter. Das ist den Eindruck, den ich bisher bekomme. Die meisten Gaming-Magazine sehen dieses Spiel als ein Adventure-Shooter, ja, oder RPG, Shooter-Game mit Singleplayer-Story-Erlebnis, sowas der Art. Und verkennen oder vergessen dabei, dass das Spiel als Loot-Shooter-Live-Service-Game konzipiert ist, deswegen repetitive Elemente drin haben muss. Muss sogar, wenn es so konzipiert ist. Muss. Wie ein Destiny 2 auch. Wie ein Borderlands auch. Wie ein Outriders zum Beispiel auch. Wie ein Warframe auch. Oh, ist es deswegen ein scheiß Game, weil es repetitiv ist? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich finde, manche Loot-Shooter sind doch durchaus positiv bewertet. Auch von Gaming-Magazinen, weil sie als Loot-Shooter anerkannt werden. Ich habe das Gefühl, dass das Problem hier besteht, dass man Suicide Squad Kill the Justice League nicht als solches wahrnimmt. Naja. A lot of odd creative decisions in terms of character storylines. Ja, kann man nehmen, wie man will. Man kann es nicht offline spielen, noch nicht, aber bald. Power scaling mechanics, Superman and Batman were left a bloody mess while Suicide Squad were unscathed. Ja gut, das kann ich noch nicht bewerten. Buggy servers, which were not working properly on pre-order early access launch day. Ja, kann man aufführen. Kann man sich auch darüber beschweren, dass es nicht 100% glatt gelaufen ist. Könnt ihr mir aber auch gerne mal in den Kommentaren eine riesig lange Liste aufzählen von Spielen mit Online-Modus oder MMORPGs, die einen glatten Launch hatten, ohne
ein Problem, ohne irgendwelche Abstürze, ohne irgendwelche Downtimes, ohne irgendwelche Maintenance. Ja, ich weiß es nicht, ob ihr da so viele aufzählen könnt. Ich zumindest nicht. Poor Enemy Variety, da stimme ich definitiv zu. Hier, das habe ich schon voraus kritisiert. Wenn ihr meinem Video schon gefolgt seid, vor Release habe ich schon gesagt, das ist ein Minuspunkt, finde ich auch bei dem Game. Mit der Feindesvielfalt, da kann man definitiv noch was machen. Ich denke auch, dass sie da noch was machen in Zukunft. Hier haben wir auch nochmal ein Review von VGC. Ich glaube, hier wurde es sogar mal gelobt zur Abwechslung. Wenn wir nochmal gucken, VGC hat 80 vergeben. Suicide Squad Kill Justice League is a visually stunning anti-hero romp that's fun to play, even if the things you are actually doing are somewhat repetitive. Ja, gut. Ist auch mal schön, dass das Spiel mal eine überraschend positive Bewertung bekommt. Rocksteady's Arkhamverse comes to a close in style without fully succumbing to the live service demons. Good. Extremely visually impressive. Ja, also finde ich auch. Gunplay is enjoyable. Smart use of DC Comics lore for the endgame. Great writing. Repetitive missions. Expensive microtransaction costumes. Ja, ich finde die nicht so expensive, wenn man sich andere Games anguckt. Aber gut, ich möchte das Spiel ja nicht nur schönreden, Leute. Es gibt Kritikpunkte an dem Game. Es gibt auf jeden Fall Minuspunkte bei der ganzen Sache, definitiv. Aber das haben viele Spiele auch zu Release mitgebracht. Einfach noch Minuspunkte, wo man noch dran arbeiten kann. Und als Live-Service-Game kann man das definitiv. Aber ansonsten, ja, IGN, ich weiß gar nicht, warum ich sie überhaupt noch reinpacke hier. Ja, die Review in Progress, wir haben keinen Key bekommen. Obwohl wir davor nur auf dem Spiel rumgehackt haben. Warum denn auch? Ich glaube nicht, dass die bisher irgendwas bewertet haben, aber sie haben es halt mal reingestellt, weil das vielleicht diese Community von ihnen erwartet oder sie halt einfach auch möglichst schnell bei Metacritic wieder auftauchen wollen, damit sie die Sichtbarkeit haben zum Game und natürlich Views und so weiter bekommen. Ja, es bleibt spannend. Also Fazit würde ich sagen, es bleibt spannend. Mal gucken, was sich jetzt mehr häuft. Kommt sowas Überraschendes wie VGC oder kommt mehr so Keen Gamer-mäßiges, ja, und wahrscheinlich auch IGN-mäßiges. Da müssen wir einfach mal schauen, hier oder sowas in die Richtung zu 40. Sonst hätte das Spiel vielleicht noch die Chance, ein ausgewogenes Ding zu bekommen als Bewertung. Auf Steam haben wir meines Wissens noch keine Bewertungen, wie man hier jetzt auch gerade sieht. Das wird am 2. Februar, also von meinem Stand aus, morgen dann wahrscheinlich losgehen und ich erwarte auf jeden Fall mindestens durchwachsen, vielleicht teilweise sogar eher Richtung negativ gehend. Das sind meine Erwartungen zum Game, einfach weil die Leute hingehen, ein Batman Arkham Teil 4 erwarten, von Rocksteady zumindest jetzt mal betrachtet, und sich über die Enden aufregen für die Charaktere oder für die Justice League. Obwohl zum Beispiel ein Mitarbeiter von Rocksteady zum Beispiel mal ein Comic gepostet hat, das 1980 oder so erschienen ist, da wurde Superman getötet im Comic, ja, und deswegen haben sie Superman diese Statue hingestellt in Metropolis, und das haben sie früher schon gemacht, war dann alles anscheinend nicht so schlimm oder konnte man halt machen. Heutzutage flippen alle komplett aus einfach. Ja, es ist sehr, sehr lustig, das mit anzusehen, wie brutal toxisch manche Leute drauf sind, das Game einfach nicht dafür nehmen können, was es ist. Es ist ein Anti-Helden-Setting, Suicide Squad, das weiß man, denke ich, mittlerweile. Man spielt die Bad Guys und hey, dann braucht man auch kein klassisches Superhelden-Game einfach erwarten. Das steht doch vorne drauf, ich weiß. Wenn man dann so ein Hardcore-Fan ist, dann weiß man, was Suicide Squad in DC. Dann weiß man das. Und dann braucht man sich dann als Hardcore-Superfan nicht darüber beschweren, dass der Suicide Squad das tut, was der Suicide Squad tut. Aber gut, ich werde wahrscheinlich jetzt auch wieder in der Kommentarspalte mega getadelt werden dafür, was ich jetzt heute wieder gesagt habe, weil es natürlich eine große Mehrheit gibt oder zumindest gefühlt diese Mehrheit existiert, die dieses Spiel einfach auf Grund und Boden haten. Ich habe allerdings auch viele Leute auf dem Kanal hier, die sehr positiv überrascht sind vom Game. Das möchte ich nur abschließend sagen. Ich habe sehr viel Feedback bekommen. Ich wusste anfangs nicht, was ich von dem Game zu erwarten habe, aber ich spiele es und ich habe schon viel gezockt und ich habe mega viel Spaß. Ich habe mega viele solche Kommentare bekommen. Darüber habe ich mich natürlich persönlich auch sehr gefreut, weil ich ein Fürsprecher für dieses Spiel bin. Nicht, weil ich dafür bezahlt werde von Rocksteady oder von Warner Bros. Games, werde ich nicht, sondern weil ich es persönlich einfach feiere und das ist ja auch mein gutes Recht. Jeder hat natürlich das gute Recht, seine Meinung zu haben, aber ich finde nicht,
zu hassen, den Leuten das Spiel wegzuspoilern oder den Leuten einfach das Spiel mies zu reden, ohne gerechtfertigte Gründe, sondern eine konstruktive Diskussion, eine konstruktive Kritik mit ausgewogenen Pro- und Kontra-Argumenten. Aber das andere, was da anders alles sonst sich abspielt, finde ich halt einfach daneben. Und das ist meine persönliche Kritik an der ganzen Sache, die gerade abläuft. Und in diesem Sinne, lassen wir uns nicht den Spaß verderben, Leute. Es wird weiter gestreamt natürlich auf Twitch und auf YouTube hier bei mir. Kommt also gerne mal vorbei, falls ihr zusammen Spaß haben wollt. Und dann sehen wir uns bald in einem anderen Video wieder. Guides und Tipps, Videos kommen von mir auch noch zum Spiel. Also lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt hier. Bis bald vielleicht und ciao.